Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserer Panoramenreihe. Heute haben wir wieder ein neues Panorama, unser viertes inzwischen schon. Zusätzlich zum Südamerika, Australien und dem Nordlandpanorama gibt es diesmal wieder ein relativ klar definiert thematisches Panorama. Wir haben diesmal keinen Kontinent, wir haben auch keine Klimazone in dem Sinne, sondern ich dachte, wir machen ein König der Löwen Panorama. Das Einzige, das letztendlich an König der Löwen dabei allerdings erinnert, also es wird nicht Disney-like sein, sondern ich habe mich dabei an den Tieren von König der Löwen orientiert, an den Hauptakteuren hauptsächlich. Und natürlich habe ich auch einen kleinen Pride Rock gebastelt. Von den Tieren her werden wir hier natürlich in diesem Panoramagehege beherbergen die Löwen, Timon und Pumba natürlich, also Warzenschwein und Erdmännchen. Dann natürlich auch die Hyänen. Und weil ich dachte, vier Tierarten mit zwei Raubtieren und zwei relativ kleinen weiteren Säugern ist ein bisschen langweilig. Und deshalb dachte ich, bringen wir noch eine fünfte Tierart mit ein, die thematisch auch ganz gut dazu passt und nicht zu weit aus der Reihe tanzt. Bringen wir einfach noch ein paar Giraffen ein, um das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Genau. Das sind letztendlich die fünf Tierarten, die wir heute hier unterbringen werden. Und wie ihr schon sehen könnt, mache ich es ähnlich wie auch in der letzten Episode. Ich markiere mir farblich mit diversen Untergründen einfach schon mal, wo die einzelnen Gehege dann sein sollen, wo das Ganze dann letztendlich stattfindet. Wir haben natürlich die beiden kleinen Gehege, die jetzt so leicht aussehen wie zwei Augen. Und das Ganze sieht überhaupt aus wie so ein kleiner Käfer, der uns anlächelt. Auf der linken Seite ganz unten werden die Warzenschweine untergebracht, rechts unten dann die Erdmännchen. Die mit dem Sand markierten größeren Gehege werden dann linker Hand einmal für die Giraffen sein und rechter Hand für die Hyänen. Im Zentrum dann natürlich der König der Tiere. Dort werden die Löwen dann untergebracht. Ja, hinten habe ich mir das Ganze wieder relativ einfach gemacht. Gibt auch nicht sehr viele Alternativen dazu, zumindest jetzt in dieser Klimazone in Afrika. Also habe ich dort auch wieder einen Berg geformt. Was ich hier jetzt gerade mache mit diesem Felsen, schaltet mal bitte eure schmutzigen Gedanken aus. Denn in ein paar Sekunden wird sich das komplette Bild ergeben. Das wird selbstverständlich der Pride Rock und nichts anderes. Ich habe nichts anderes geplant, nichts anderes war meine Intuition. Und wer jetzt irgendwelche anderen Dinge hier erkennt, ihr solltet euch vielleicht mal selbst hinterfragen, warum ihr solche schmutzigen Gedanken habt. Gut. Thema beiseite, ihr seht jetzt, der Pride Rock ist gestaltet. Es ist gar nicht so einfach, mit diesem Terra-Tool irgendwie Strukturen zu schaffen oder sonstiges. Also Chapeau an jeden, der sowas hinkriegt. Ganz besonders denke ich da an die liebe Sonja, die sowas ganz hervorragend immer schafft. Meins ist es definitiv nicht. Ich habe das Ganze dann dementsprechend natürlich auch mit Felsen ausgekleidet bzw. ummantelt. Dann die ganze Felsstruktur genommen und zu einem Gebäude zusammengefügt. Klingt komisch, ist aber so. Und das von dieser Struktur dann wieder entfernt. Das Gelände dann wieder geglättet und dann eben diese Felsstruktur platziert. Genau, so ist dann eben dieser mein Versuch von einem Pride Rock entstanden. Genau. So, den Weg haben wir auch gelegt. Wir haben Wasser eingefügt. Es wird letztendlich so sein, dass unsere Tiere, zumindest die Giraffen, die Hyänen und die Erdmännchen, das Wasserloch nutzen können, beziehungsweise den Wasserlauf nutzen können. Die Warzenschweine werden es nicht nutzen können, genauso unsere Löwen auch nicht. Die bekommen eine separate Wasserquelle. Genau, jetzt sind wir aber erstmal wieder damit beschäftigt, einen Zaun zu bauen.
Auch da habe ich mir natürlich wieder was anderes einfallen lassen, wie in jeder anderen Episode auch, sodass wir hier thematisch einfach so ein bisschen uns wieder abgrenzen und was Kleines Neues erfinden. Genau, deswegen habe ich hier diese Lehmwand als Grundfundament benutzt. Hier jetzt auch diese Tempelbauteile, um dementsprechend ein bisschen flexibler zu sein bei der Verbindung mit unseren Besucherwegen. Das ist auch ein kleiner Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr einen Zaun bauen wollt oder so eine Zaunstruktur eben und die relativ nah oder direkt an den Besucherweg ranbringen möchtet, dann schaut, dass ihr euch so ein kleines Fundament schafft, so wie ich das hier gemacht habe mit diesen Tempelbauteilen oder auch dahinter, wie ich das sehr häufig mache mit den Mulchbauteilen oder hier jetzt beispielsweise mit den Felsen. Denn wenn ihr das direkt am Weg platziert, ist es immer recht schwierig, wenn ihr nur einen ganz schmalen Untergrund letztendlich habt und damit dann wirklich komplett an den Weg rangehen müsst. Ihr macht euch das sehr viel einfacher, wenn ihr das so macht wie ich, so ein kleines Fundament eben, damit ihr da einfach ein bisschen Spielraum habt und nicht immer ganz exakt denselben Abstand haben müsst und das Ganze trotzdem dann einfach mit eurem Besucherweg abschließt, ohne dass ihr irgendwelche hässlichen Lücken dann habt. Also wie gesagt, einfach so ein kleiner Trick, wie ihr sowas dann machen könnt. Genau, hier habe ich dann noch ein bisschen von diesem Astrildgras, glaube ich, heißt es, eingefügt, um eben nicht diesen blanken Fels dahinter zu haben, sondern so ein bisschen dieses Savannengrasmäßige letztendlich. Und dann hier eben ein zweites Bauteil noch mit rangefügt, die beiden miteinander verbunden. Wenn man das nicht macht, kommt das häufig vor, dass man dann einfach ein Problem hat, dass die Bauteile nicht auf demselben Raster sind, beziehungsweise wenn man dann im Raster kopieren macht und die Bauteile dann verschieben möchte, dass sie sich eben nicht in einer geraden Linie bewegen. Da kann man das System dann einfach austricksen, indem man das Ganze nochmal kopiert und dann eben ja, zu einem Gebäude dann zusammenfügt. Also so, dass man im Endeffekt die doppelte Struktur dann hat. Dann funktioniert es auch wieder mit dem Gerade auf einer Linie bewegen und kopieren. Genau, das auch nochmal so ein kleiner Trick am Rande erwähnt. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber wie gesagt, das ist was, das funktioniert ganz gut. Ärgerlich ist es dann immer, wenn ihr eigentlich ja, ein kleines Bauteil haben wollt oder es braucht, auch weil ihr recht enge Kurven habt, um die ihr rum müsst, dann ist es schwierig. Da, ja, da müsst ihr euch dann irgendwie durchfummeln. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dass es auch ein bisschen größer sein kann, dann macht es einfach so, dass ihr zwei Teile dann zusammenfügt. Dann klappt das auch ganz gut. Gut, hier sind wir jetzt aber inzwischen dabei, unser Warzenschweingehege zu gestalten. Wir haben hier unten eine relativ flache Gehegegrenze rüber zu den Giraffen. Da dachte ich, lasse ich mir mal was anderes einfallen. Ich wollte nicht ständig irgendwelche Felsen haben, weil wir das jetzt schon die ganze Zeit immer gemacht haben. Deshalb habe ich hier einfach diese großen Baumstämme dann genommen, um hier abzugrenzen, wo die Warzenschweine dann eben nicht drüber können und vor allem auch die Giraffen auf der anderen Seite nicht. Und so haben wir auch wieder eine relativ natürliche und schöne Barriere geschaffen und ein bisschen Abwechslung dann auch wieder rein gebracht. Ja, natürlich brauchen wir auch noch ein bisschen Tierbeschäftigung. Da haben wir für die Warzenschweine natürlich das Schlammbad. Da finde ich das, wie gesagt, immer ganz schön, wenn man das mit so Felsen noch ein bisschen außenrum verkleidet, sodass es nicht ganz so offensichtlich ist, dass hier was Künstliches drin ist, sondern dass es eher wie so ein natürliches Schlammbad für die Tiere aussieht. Was man dabei auch noch machen kann, was ich sehr gerne auch immer mache, ist einfach nebendran noch so ein ganz dünnes Wasserrinnsal letztendlich zu machen, das Wasser dann einzufärben, einfach die Option schmutzig zu wählen, dann ergänzt das diese Schlammsuhle einfach nochmal und gleichzeitig habt ihr den Tieren damit dann auch eine Tränke geschaffen. Hier aber bitte aufpassen, dass ihr das Wasser schmutzig einfärbt und dabei darauf achtet, dass das Wasser nicht wirklich schmutzig ist. Im Sandbox-Modus ist das ja kein Problem, da kann man das so einstellen, dass das Wasser immer sauber bleibt. Wenn ihr das im Franchise-Modus so nutzen möchtet oder so machen möchtet, könnt ihr das natürlich auch. Bitte da aber nicht vergessen, dass ihr eine Wasseraufbereitungsanlage in der Nähe habt, die euer Wasser trotzdem sauber hält, auch wenn es optisch schmutzig aussieht. Genau.
Ja, hier grenze ich mit ein paar Felsen dann einfach nur ab, dass unsere Warzenschweine definitiv nicht ins Wasser bzw. rüberschwimmen können zu unseren Giraffen und sich dann dadurch in einem anderen Gehege befinden. Deswegen einfach so ein paar Felsen platzieren, die aus dem Wasser herausschauen und von den Abständen her nicht komplett aneinander sind, sodass zwischendrin einfach noch Platz ist, sodass rein optisch, wenn man sich das Ganze betrachtet, die Warzenschweine dann in der Lage wären, zwischen diesen Felsen durchzuschwimmen und doch zu den Giraffen rüberzukommen, aber es im Spiel natürlich nicht können, weil sie da natürlich ein bisschen mehr Platz brauchen, um da durchzukommen. Wenn es mit dem Abstand nicht gleich aufs erste Mal oder nicht durch Zufall funktionieren sollte, dann probiert einfach nachher ein bisschen rum, sobald ihr die Tiere im Gehege habt. Guckt euch einfach dann diese begehbare, immer schwierig, wenn ich vom Englischen dann ins Deutsche springe, diese traversable area, also diesen Bereich, an den die Tiere betreten können. Das könnt ihr ja mit den Maps machen, ganz links unten, das was wie eine Zielscheibe aussieht. Einfach draufklicken, der erste Marker dann ganz links oben, der dort erscheint mit den Heatmaps, ist dann der richtige. Dort seht ihr dann, wo die Tiere hinlaufen können. Dazu müsst ihr natürlich ein Tier dann auch anwählen, also anklicken. Und dann seht ihr das letztendlich, wo eure Tiere hinlaufen können oder wo sie nicht hinlaufen können. Genau, so könnt ihr das dann im Endeffekt, sobald ihr die Tiere drin habt, im Endeffekt dann auch einfach nochmal ein bisschen nachbessern. Gut, die Gehegegrenze ist gezogen. Jetzt müssen wir die letzten Barrieren noch setzen. Da mache ich es mir auch wieder ganz einfach und benutze einfach ein paar Felsen, die ich dann nah an das Gehegetor ransetze, sodass unser Zoopfleger zwar durch kann und die Tiere dort ins Gehege bringen kann, aber die Tiere dann letztendlich auch nicht mehr rausspringen können. Gut, Gehegebeschilderung und nun können unsere Tiere einziehen. Die Warzenschweine sind da. Die schauen wir uns natürlich dann am Schluss wieder an, wenn komplett alles fertig ist. Jetzt kümmern wir uns im Anschluss aber gleich um das nächste Gehege, nämlich um das Gehege für unsere Giraffen. Das gleich im Hintergrund bzw. im Anschluss an das Warzenschweingehege erstellt wird. Wie ihr vorher auch schon gesehen habt, habe ich dort wieder eine andere Abgrenzung gemacht zu unseren Löwen, die dann letztendlich dahinter sein werden. Da habe ich einfach nochmal einen tiefen Trockengraben gezogen. Das Schöne bei diesem tiefen Trockengraben ist, dass unsere Giraffen nicht darüber springen können, unsere Löwen auch das Ganze nicht können. Und das ist aber von Besucherseite aus, wenn man von hier aus in das Gehege reinschaut, verschwindet dieser Trockengraben. Man sieht ihn nicht. Es sieht also so aus, als würden sich die Giraffen und die Löwen auf einer Ebene befinden. Und das ist eben gerade in dieser Panorama-Serie etwas, mit dem ich sehr viel arbeite, einfach diese optischen Illusionen. Dass eben das Ganze wie ein großes Ganzes aussieht, eine große Symbiose, alles spielt zusammen, alles gehört zusammen, aber im Endeffekt ist es natürlich doch nicht so. Aber unsere Besucher sollen halt in dieser Illusion bleiben. Genau. Ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt gerade in den Kopf kommt, aber ich werde jetzt nachher dann auch, nachdem ich dieses Video aufgezeichnet habe, eine Runde in den Zoo nach Augsburg gehen und dort vielleicht wieder so ein paar neue Inspirationen mir holen für die ganzen Bauten, die ich aktuell so vor mir habe, beziehungsweise die ganzen Projekte, die ich aktuell habe. Denn außer dieser Panoramaserie haben wir ja noch Swamp Lake mit unserem Asienbereich, wo ich ja gerade diesen ganz großen Bereich der Tatzen und Pfoten baue, also einen Bereich für Bären und für Großkatzen Asiens. Dann haben wir natürlich noch Arizona, den Arizona Adventure Park, wo ich noch immer in der Safari Zone bin und noch einiges an afrikanischen Tieren dort unterbringen werde und auch möchte. Und dann, was mir ganz besonders natürlich am Herzen liegt und was mir sehr viel Spaß auch macht, allerdings extrem zeitintensiv ist, wir haben auch noch Waveland Park. Unser SeaWorld, mehr oder weniger unsere Version von SeaWorld, beziehungsweise meine Version davon.
wo ich leider Gottes immer noch nicht so weit bin, dass ich das erste Gehege bauen kann. Die Hotelanlage dort ist zwar inzwischen fertiggestellt, zumindest von der Parkseite her, was den Outdoor-Bereich mit dem Pool und so weiter angeht. Innen an der Lobby muss ich noch ein wenig arbeiten, genauso am Eingangsbereich des Hotels von der Besucherseite bzw. vom Parkplatz her. Also da ist noch einiges zu tun und unser Customer Center, unser Visitor Center haben wir natürlich auch noch nicht fertig. Also da wird auch noch einiges passieren. Gut, aber ich bin wieder ein bisschen abgeschweift. Ja, ich gehe jetzt dann in den Augsburger Zoo. Und ja, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich war dieses Jahr leider Gottes noch nicht sehr viel in Zoos unterwegs, obwohl ich Jahreskarten habe, sowohl für Augsburg als auch für München. Ja, aber dennoch hat es sich leider bis jetzt nicht ergeben. Die Zeit hat gefehlt, die Energie hat gefehlt, die Lust hat gefehlt, was auch immer. Aber das werde ich jetzt in der nächsten Zeit wieder steigern. Ich habe mir auch überlegt, im Sommer so eine kleine Zootour mal zu machen wieder. Das hatte ich vor einigen Jahren schon mal gemacht. Zusammen mit meinem Mann, da waren wir in Nordrhein-Westfalen unter anderem und waren in Wuppertal, Köln, Dortmund, Duisburg, Krefeld und in Gelsenkirchen und haben uns dort die Zoos angeschaut. Da war ich jetzt bestimmt auch schon 7, 8 Jahre oder vielleicht länger sogar schon nicht mehr. Und deshalb habe ich überlegt, vielleicht im Sommer so eine kleine Zootour zu machen nach Nordrhein-Westfalen und mir da die Zoos nochmal anzuschauen. Vielleicht auch so einen kleinen Abstecher nach Holland rüber zu machen. Nach Arnheim ist ja auch nicht gerade weit weg. Mal schauen. Ich muss mal gucken, denn ja, aktuell sind ja die Preise extrem hoch, leider Gottes. So dass Reisen zwar inzwischen wieder möglich ist, relativ ohne Einschränkungen auch, egal ob man in Deutschland bleibt oder auch außerhalb von Deutschland. Leider Gottes sind es jetzt die Preise einfach, gerade durch den Ukraine-Krieg, die halt wirklich sehr hoch sind. Aber gut. Nun, unser Löwengehege ist in der Zwischenzeit, während ich hier ein bisschen gefaselt habe, auch fertiggestellt worden. Nun kümmern wir uns um die letzten beiden Gehege. Zuerst um das Gehege für unsere Erdmännchen hier ganz vorne rechts und danach natürlich noch um unser letztes Gehege für die beiden Hyänen, die dann auch einziehen werden. Unsere Bösewichte aus König der Löwen. Ja, hier habe ich zunächst auch wieder so einen Felskranz rumgezogen. Zum einen, dass natürlich unsere Erdmännchen das Gehege nicht verlassen können und von den Hyänen dann verschnabuliert werden. Zum anderen natürlich auch, dass die Hyänen nicht einfach runterspringen können zu den Erdmännchen und sich da einen kleinen Snack gönnen können. In der Realität wären die Hyänen selbstverständlich dazu in der Lage, dort rüberzukommen, genauso wie die Erdmännchen rüberkrabbeln könnten. Aber im Spiel ist es so, dass die Möglichkeit nicht besteht, weil diese Felswände komplett ausreichen, um die Tiere voneinander fernzuhalten. Was ein bisschen schade ist, dass die Erdmännchen in dem Spiel nicht so wirklich gut klettern können oder viele Bereiche nicht erreichen können. Ich hätte mir gewünscht, gerade bei dieser Felsstruktur, die ich jetzt gerade hier in der Mitte baue, dass die Erdmännchen tatsächlich dazu in der Lage wären, dort hinaufzuklettern und das nutzen zu können. Leider Gottes sind sie das nicht. Vielleicht wird das in der Zukunft mal behoben oder noch ein bisschen ergänzt, dass die Tiere dann doch besser klettern können. Es gibt ja so einige Mechaniken bei unseren Tieren, wie wir auch in der letzten Episode im Nordlandpanorama gemerkt haben, die teilweise ein bisschen unverständlich oder teilweise auch extrem nervig sind. Da möchte ich nur mal von den Robben und den Seelöwen reden, die so einen extrem flachen Einstieg ins Wasser brauchen, damit sie da überhaupt reinkommen. Ja. Wie gesagt, vielleicht wird da in Zukunft irgendwie noch ein bisschen was geändert, ein bisschen daran geschraubt. Ich würde es mir wünschen. Jo, unser Erdmännchengehege nimmt langsam Gestalt an. Ich habe diese Felsrückwand noch ein bisschen verkleidet mit so ein paar Büschen und Sträuchern, damit es nicht ganz so offensichtlich ist und sich mehr in dieses Gelände dann auch mit einfügt.
Denn wir wollen unsere Barrieren zwar da haben, aber wir wollen sie so gut wie möglich unsichtbar haben für unsere Besucher bei diesen Panoramageschichten eben. Ja, dann ziehen wir schnell noch die Gehegebarriere. Und dann wird es auch schon Zeit, nachdem wir natürlich die Barrierelücken geschlossen haben, wieder mit ein paar Felsen, dass wir dann natürlich auch die Erdmännchen ins Gehege reinbringen können. Bei den Erdmännchen und generell bei unseren Kleinsäugern, die wir haben, wie beispielsweise auch bei den Präriehunden und so weiter, finde ich das immer recht interessant, wie klein diese Tiere dann eigentlich tatsächlich sind. Denn ich habe jetzt in dieses Gehege, glaube ich, lasst mich lügen, 6 oder 7 Erdmännchen reingesetzt und das fällt kaum auf, weil das Gehege so riesengroß ist, im Vergleich zur Größe der Tiere. Also im Endeffekt ist das Gehege nicht sehr groß. Andererseits ist es auch tatsächlich so, dass die Tiere dann doch so einen großen Platzbedarf haben, wenn man eine größere Gruppe hat, dass man das Gehege dann tatsächlich noch größer bauen muss, was ich auch ein wenig irritierend finde, denn ja, so kriegt man nicht wirklich, also wenn man sich zumindest an alles hält, was Planet Zoo vorgibt, kriegt man nicht so wirklich ein realistisches Gehege dann hin. Aber gut, das nur mal am Rande erwähnt. Gut, für das Gehege war natürlich nicht sehr viel zu tun. Die 3 Giraffen hier fand ich köstlich, dass sie gleichzeitig zusammen getrunken haben. Für das Hyänengehege musste ich nicht wahnsinnig viel tun, weil von der Bepflanzung her habe ich relativ viel außenrum ja eh schon gemacht. Zum einen von der Seite der Löwen her, zum anderen von der Seite der Erdmännchen her, sodass dort nicht mehr viel gemacht werden musste. Auch Felsen hatte ich schon einige platziert. Ich habe einfach so ein paar Kleinigkeiten dann noch gemacht. Natürlich Beschäftigungsmöglichkeiten dann noch untergebracht und dann war das Gehege eigentlich auch schon erledigt. Also relativ easy, relativ simpel gehalten. Aber recht schön für die Tiere. Hier und da noch so ein paar kleinere Pflanzen untergebracht, damit es nicht so wahnsinnig leer wirkt. Und schon sind wir fertig mit unserem Afrika-Panorama, beziehungsweise mit unserem König der Löwen-Panorama. Denn für ein Afrika-Panorama hätten wir natürlich noch mehr Tiere unterzubringen. Ja, und jetzt leisten wir unseren Tieren natürlich noch ein bisschen Gesellschaft. Wir schauen uns zunächst die Warzenschweine noch an. Sehr schön auch hier wieder im Hintergrund mit den Giraffen. Unser Wasserloch können sie doch nutzen. Also das hatte ich kurzfristig noch umgestellt, beziehungsweise mich umentschieden, dass die Tiere doch darauf zugreifen können. Ja, dann schauen wir weiter zu unseren Giganten auf der Anlage, zu unseren Giraffen. Und das ist eben das, was ich immer recht schön finde bei diesen Panoramagehegen, wenn man sich die Tiere anschaut und man sieht dann im Hintergrund oder zu den anderen Seiten dann eben auch noch andere Tiere, die dort untergebracht sind. Und trotzdem bleiben die Tiere für sich im Endeffekt in einer Gruppe zusammen. Das finde ich immer sehr, sehr schön und sehr angenehm anzugucken. Was ich übrigens auch sehr schön fand, das ist mir bis jetzt noch nie so wirklich aufgefallen, habe ich aber bei den Giraffen hier die ganze Zeit gemerkt. Wenn die hier an diesen großen Pflanzen stehen, ja, dass sie so eine Animation haben, als würden sie von diesen Pflanzen fressen. Fand ich richtig cool, ist mir bis jetzt noch nie wirklich aufgefallen, wie schon gesagt. Hier natürlich auch unsere Löwen. Ja, gut gebrüllt, mein Lieber. Und ich hatte auch wieder das Talent, was mir Gott sei Dank relativ selten passiert. Aber diesmal ist es mir bei den Tieren leider des Öfteren passiert, bei den Löwen und bei den Hyänen. Sobald ich die Tiere angeklickt habe und sie verfolgen wollte, haben sie ihr Geschäft verrichtet. Also anscheinend habe ich sie da gerade irgendwie dazu animiert oder einfach im falschen Zeitpunkt erwischt. Wie dem auch sei. Ja, hier sieht man es nochmal ganz schön. Die Löwen hier mit den Giraffen im Hintergrund. Richtig, richtig schönes Bild. Ja,
Damit sind wir dann auch schon wieder so gut wie am Ende unseres Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich hoffe, euch hat die Anlage hier für unsere König der Löwen Tiersammlung gut gefallen. Ihr konntet vielleicht die ein oder andere Inspiration daraus wieder mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like da. Lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr zukünftig kein Video der Panorama-Serie und auch meiner anderen Videos verpasst. Und dann würde ich einfach sagen, lasse ich euch noch mit ein paar Bildern der Erdmännchen und generell von der Anlage allein. Wünsche euch viel Spaß dabei und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch beim nächsten Video wiedersehen, wenn wir uns an das nächste Panorama machen. Vielen Dank. Ciao. I'm a little bit small.